Willkommen beim Roger, willkommen bei den Ash Creek Studios. Heute wieder mit einer Reihe Tools im Studio. Aktuell ist es ja so, ich freue mich total, weil da kommen super, super Ideen rein, so teilweise. Und eine davon war tatsächlich die gewesen, kannst du mal Interfaces miteinander vergleichen? Mich würden interessieren, wie die Preamps im Vergleich klingen. Spitzenidee, wie ich finde. Und die andere Geschichte kam auch gerade heute rein. Wann kannst du bitte den zweiten Teil drehen vom Presonus Studio Channel? Jo, habe ich sowieso vorgehabt. Insofern passt das. Den Studio Channel, den werde ich euch hier nochmal verlinken, den ersten Teil, die Einführung. Und starten tun wir heute mit der Vorbereitung für den Interface, für den Preamp-Vergleich. Und dafür muss ich ja einiges machen. Und das möchte ich euch jetzt mal gerade zeigen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ja, wenn wir jetzt hier mal schauen, der hier, der ist dafür zuständig, Signale zu splitten. In dem Fall mein Mikrofon. Ich nehme mich mal mit dazu. So, also mein Mikrofon geht quasi hier rein und hat dann zwei Ausgänge. So, das ist insofern auch immer klasse, weil auch hier in der Art und Weise kann ich Vergleiche machen. Ne? Ob ich jetzt verschiedene Preamps nehme oder es anders wie einsetze, das zeige ich euch. Jetzt kann ja der Ansatz folgender sein. Der Sänger auf der Bühne hat den Anspruch, mit dem gleichen Mikrofon einmal ganz normal und vielleicht auch mit Equalizer schon versehen zu singen und einmal möchte er gerne einen Vocoder reinnehmen oder sowas. Und das lässt sich natürlich prima über so einen Switch lösen. Also Sänger, ein Mikrofon, zwei Ausgänge, einen normalen und einer läuft über den Switch. Ja, er hat vielleicht den Anspruch Vocoder. Ich stelle das heute mal nach mit einem Delay oder mit dem Echo. Schalte ich mal ein. Na? Und schalte wieder aus. Und das kann ich ja super gut machen, mit dem Fuß bedienbar und habe so natürlich auch die Wahl, das zu tun. Im Vergleich dazu, auf dem Mischpult würde es ja folgendermaßen aussehen. Ich habe den einen Kanal hier, dieser hier ist es, die Nummer 3, der ist ja entmutet, über den spreche ich. Und der Zweier, der ist mit dem Echo versehen. Echo. Ja. Den habe ich jetzt mal unmuted und jetzt wird er wieder gemutet. So, und im Prinzip genau das Gleiche, bloß von der entfernten Seite aus, das kann ich dann anstreben mit dem Schalter, den ich euch gerade gezeigt habe. Wir gehen nochmal zurück. So, machen wir es mal auf der entfernten Seite, nochmal als Vergleich und nochmal als kurze Wiederholung. Ein Mikrofon, zwei Ausgänge, einmal geht es direkt zum Pult. Und einmal quasi über den Schalter hier. Und drücke ich den Schalter, dann habe ich auch mein Echo dabei. Das Echo, das kann natürlich auch ein ganz anderer Effekt sein. Ich nehme dazu mal wieder meinen Pult. Nehmen wir doch mal einen Hall. Hall, jawohl, der Hall ist auch da. Und mit dem Echo kann ich natürlich noch ganz andere Geschichten machen. Echo. Ah, da ist er. Und ich habe da so einen. Ich nehme es nochmal raus. Ich habe hier so einen Taster. Ach, ne, sieht man schlecht. Ich springe mal davor. Den kann ich sozusagen rhythmusmäßig steuern. Das mache ich jetzt gleich mal. Echo. 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 Also ihr seht, da geht eine ganze Menge. Und auch hier gäbe es rein theoretisch wieder die Möglichkeit, das tun wir auch nochmal. Ich werde das
Echo noch mal ein bisschen kürzer machen. Echo noch mal ein bisschen kürzer machen. Echo noch mal ein bisschen kürzer. So. So. Und wenn ich jetzt wieder auf den Schalter gehe, alles wieder aus die Maus. Ne? Was gibt's noch zu berichten? Also unser Pult, das wird dann die entsprechende Ausstattung sein, um dann auch zukünftig die Tests laufen zu lassen bezüglich der verschiedenen Audio-Interfaces mit den verschiedenen Preamps. Noch eins, was vielleicht interessant sein dürfte, das ist nämlich eine Referenz. Und ich muss ja, wenn ich etwas vergleiche, immer irgendwo versuchen, gegen eine Referenz zu vergleichen. Und da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten, wie wir es machen. Also entweder wir nehmen einen Kanal von unserem Pult, auf das wir dann immer wieder zurückkommen, sprich Interface Nummer 1, Pult, Interface Nummer 2, Pult. Ne? Oder aber man löst sowas mit einem Referenz-Preamp, das könnte ich auch machen. Der hat natürlich einen komplett linearen Verlauf und vielleicht ist das auch eine Idee, dort dann die Referenz abzubilden und immer wieder gegen den zu vergleichen. Dritte Möglichkeit, ganz entschieden habe ich mich noch nicht, ist, ich habe auch einen externen Preamp, einen richtig guten mit sensationellen Werten. Vielleicht nehme ich auch den dann als Referenz. Soweit mal ein kleiner Ausflug in die Tools-Landschaften und wie man, sagen wir mal, Ansätze bauen kann, um solchen tollen Fragen dann entsprechend vernünftig auch zu entsprechen. Und lieber Kollege, dein Teil 2 mit dem Prisonus Studio Channel wahrscheinlich dann in einer Woche. Bis dann und ciao, bleibt mir gesund, euer Roger. Ahoi. Tschüss.